Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr Doktor werden könnt in GTA Online. Genauer gesagt, wie ihr das Sanitäter-Outfit aus der neuen Heist-Mission rausglitschen könnt und euch abspeichern könnt. Wie geil ist das denn? Und vor allen Leute auch noch richtig, richtig leicht. Aber was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Ihr braucht eine gewisse Vorbereitungsmission von den neuen Heist-Missionen. Und zwar lautet die Vorbereitungsmission Toter Kurier. Es ist völlig egal, ob ihr die Mission startet oder ob es irgendein anderer startet. Ihr braucht einfach nur generell die Mission. Und ihr braucht generell ein Apartment. Da dieser Glitch wirklich so krass ist und wirklich so einfach ist, habe ich das Like-Ziel von diesem Video mal auf 55 Likes gesetzt, Leute. Würde mich übelst freuen, wenn wir dieses Like-Ziel mal erreichen würden. Und für die Leute, die mich doch überhaupt gar nicht können, können mich an dieser Stelle jetzt auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Haben wir jetzt die Mission gestartet, müsst ihr jetzt natürlich auch im Team sein, wo das Sanitäter-Outfit verfügbar ist. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, zwischen 4 Outfits zu wählen, beziehungsweise 2 unterschiedliche Farben. Einmal das Sanitäter-Outfit mit einem coolen Gürtel und einmal ein Sanitäter-Outfit mit so einem Stethoskop, wie das auch immer genannt wird. Und dann halt einmal in grün oder in blau. Habt ihr euch entschieden, startet ihr die Mission. Was jetzt sehr, sehr wichtig ist, Leute, ihr steigt nicht in den Krankenwagen. Es ist wirklich absolut wichtig, dass ihr nicht in den Krankenwagen steigt. Niemand einsteigen, egal ob ihr einsteigen wollt oder euer Freund oder Mitspieler, sonst irgendwas. Niemand darf einsteigen. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn ihr fahrt jetzt mit eurem persönlichen Auto oder mit irgendeinem anderen Auto, Hauptsache nicht der Krankenwagen, zu eurem Apartment. Und seid in eurem Apartment angekommen, geht ihr einfach zu Fuß hinein. Seid in eurem Apartment angekommen, geht ihr zum Kleiderschrank. Seid ihr dann im Kleiderschrank angekommen, müsst ihr irgendwas verändern. Es ist generell völlig egal, was ihr verändert, aber Leute, mein Tipp, macht irgendeine coole Maske drauf. Denn dieser Glitch ist automatisch auch noch ein Hut-Maske-Glitch, dass diese zwei Sachen gemischt werden. Je nach Kombination ist es auch noch richtig, richtig geil. Also habt ihr dann irgendwas verändert, könnt ihr wieder aus dem Kleiderschrank hinausgehen. Ja, Leute, es ist leider so, wir können das Outfit hier jetzt nicht abspeichern. Das hat Rockstar abgeschafft, vor längerer Zeit schon. Also, was machen wir jetzt, Leute? Wir gehen aufs Handy, gehen auf Jobliste, drücken die 4x-Taste und bestätigen das Ganze. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach aus dem Job hinaus. Und wenn ihr in GTA Online gespawnt seid, werdet ihr sehen, boom, ihr habt das Sanitäter-Outfit. Und jetzt, Leute, jetzt können wir uns das einfach abspeichern. Im Apartment, im Kleidungsgeschäft, whatever, Hauptsache abspeichern. Und das Outfit steht nicht auf der Blackliste, das bedeutet, das Outfit verschwindet dann auch nicht. Aber Leute, so leicht war das schon. Jetzt könnt ihr ein bisschen mit dem Krankenwagen rumfahren und habt auch noch das passende Outfit damit. Aber ich würde mal sagen, ich bin jetzt einfach mal raus. Euer Wombat, ciao.